DK Zukunftsplan sagt dir was? Du hast den Vertrag selbst abgeschlossen? Wenn dein Sparkassenberater dir dieses Produkt verkauft hat, dann solltest du dir dieses Video anschauen. Mein Name ist Dennis von Finanzen Plus 1. Hier geht es darum, wie wir unsere Finanzen, Depots und Anlagestrategien einen Schritt besser machen können. Die Befreiung von schlechten Produkten ist ein erster Schritt. In diesem Video zeige ich euch daher, was dir zum DK Zukunftsplan bisher keiner gesagt hat. Wir werden das Video in zwei Teile unterteilen. Heute siehst du den ersten Teil. Hier werden wir uns die Grundlagen anschauen. Im zweiten Video schauen wir uns dann den Vorvergleich an, die steuerlichen Änderungen und das Fazit. Wenn du also den zweiten Teil sehen willst, dann klick jetzt auf Abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Es gibt 6 Themen. Wir fangen mit den verschiedenen Varianten an, kommen dann zur Kapitalgarantie, durch Riester, die Neuabschlüsse, steuerliche Änderungen. Im fünften gucken wir uns Performance und Vorvergleich an und zum sechsten das Fazit. Du hast den Zukunftsplan wahrscheinlich deshalb abgeschlossen, weil du dir Vermögen für deine Altersvorsorge aufbauen wolltest. Dabei hast du vielleicht nicht das beste Produkt angeboten bekommen. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Varianten es damals gab. Es gibt den DK Zukunftsplan mit Riester, in Klassik und Individuell, und den DK Zukunftsplan ohne Riester, auch in den Varianten Klassik und Individuell. Es gibt den Fonds grundsätzlich mit einer Riester-Förderung und ohne eine Riester-Förderung. Riester hat einige kleine Besonderheiten, vielleicht auch Nachteile, ist aber trotzdem nicht schwer zu verstehen. Riester selbst wird heute kein Thema sein. Falls du Fragen dazu hast, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. Falls genügend Fragen zusammenkommen, kann ich hierzu nochmal ein extra Video machen. Die Besonderheiten bei dem Vertrag ohne Riester-Förderung ist, dass im Gegenzug zur Riester-Förderung das Teileinkünfteverfahren gilt. Das ist auch als 12-2-Regelung bekannt und bietet steuerliche Vorteile. Wenn der Vertrag seit mindestens 12 Jahren besteht und du bei Vertragsauflösung älter als 62 Jahre alt bist, dann musst du nur die Hälfte deiner Zinsen versteuern. Das bedeutet, von dem ganzen Gewinn muss nur die Hälfte überhaupt versteuert werden. Die andere Hälfte ist steuerfrei. Die Investoren, die ab dem 3. Januar schon ihren gesamten Freistellungsauftrag aufgebraucht haben, wissen, wie schön es wäre, wenigstens einen Teil der Gewinne steuerfrei zu erhalten. Die Klassik-Variante dieser privaten Rentenversicherung nutzen die namensgleichen Fonds der DK Bank, Zukunftsplan 1, 2, 3 und 4. Der Zukunftsplan 1 hat eine Aktienquote von 100%, maximal mindestens 80%. Je höher die Zahl hinter dem Zukunftsplan wird, desto größer wird der Anteil der sicherheitsorientierten Anlagen. Die Anleger der individuellen Variante haben anfangs andere Fonds aus dem DK-Universum ausgewählt. Der Großteil der Anleger hat sich aber für die Klassik-Variante entschieden und stellt daher auch den Mittelpunkt dieses Videos dar. Da der ungeförderte Zukunftsplan an den Fonds-Riester angelehnt ist, hat das zur Folge, dass auch die Riester-Besonderheiten hier gelten. Wir beschränken uns in diesem Video auf die Besonderheiten, dass es ein Garantieversprechen zum Auszahlungszeitpunkt gibt. Der persönliche Eintritt in die Rente ist meistens gleichbedeutend mit dem Auszahlungszeitpunkt des Vertrages. Zu diesem Tag muss das Guthaben im Fonds größer als die eingezahlte Summe sein. Es darf dem Anleger, also dir, kein Verlust entstehen. Eine Mindestverzinsung der eingezahlten Beiträge gibt es aber nicht. Diese Berechnungen sind einigermaßen individuell auf den Anleger zugeschnitten, da Faktoren wie Rentenbeginn, Sparrate und entstandener Gewinn unterschiedlich sind. Diese Verlustverrechnung und Verlustbegrenzung wird durch eine Umschichtung von Zukunftsplan 1 in die sicherheitsorientierten Anlagen Zukunftsplan 2, 3 und 4 erzeugt. Im Corona-Crash 2020 hat es aber zur Folge gehabt, dass bekannte Depots nahe dem Tiefpunkt in sicherheitsorientierte Anlagen umgeschichtet wurden, zum Beispiel DK Zukunftsplan 4. Das hatte dann zur Folge, dass die anschließenden Gewinne nicht mehr direkt mitgenommen wurden und unterm Strich der Zukunftsplan im Depot der Anleger schlechter performt hat als der Aktienmarkt. Die Besonderheiten um das Garantieversprechen führen aber auch dazu, dass solche Produkte auch für den Anbieter problematisch werden. Schlussendlich sprechen die Anbieter ein festes Garantieversprechen an dich aus. Im Zweifelsfall müsste der Anbieter deinen Verlust ausgleichen.
Zusätzlich führen staatliche Förderungen stets zur Bürokratie auf der Anbieterseite. Diese Bürokratie kostet vor allem personelle Ressourcen. Diese und weitere Faktoren haben viele Anbieter dazu bewogen, das Angebot an Vorriester-Produkten einzustellen. Das bedeutet, dass du wahrscheinlich im Jahr 2022 keinen Vorriester mehr bei Anbietern findest, beziehungsweise es nur noch insgesamt sehr wenige Anbieter dazu gibt. So, das war's mit Teil 1 zum DK-Zukunftsplan. Der Teil 2, und das verspreche ich dir, wird deutlich interessanter. Dort schauen wir uns die steuerlichen Änderungen und den Performance-Vergleich an. Am Ende gibt es natürlich auch ein Fazit. Du wirst wirklich überrascht sein. Das zweite Video solltest du auf keinen Fall verpassen, wenn du dir das erste schon angeschaut hast. Klick am besten auf meinen YouTube-Kanal, abonniere ihn, damit du das zweite Video nicht verpassen wirst. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.